morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the malicious strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Klingt doch einfach. Super Drogen und Super Mafia-Bosse töten, drei Stück. Nicht Mafia, aber ne, so Drogenleute halt. Okay. Klingt einfach. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman. Wir haben eine Neuerung. Nämlich, nehmen wir meinen Koffer, da kann ich es, glaube ich, reinstecken. Wir haben die Sieger-Sniper, die Sieger 300. Da musste ich in einer Hitman 1-Mission so ein kleines Level dreimal spielen, wo ich zwei Leute mit der Sniper abschießen musste. Und es wurde jedes Mal schwerer. Beim letzten Mal durfte ich nicht gesehen werden von überhaupt irgendwen, sonst ist es fehlgeschlagen. Ich durfte mich nicht verkleiden. Ich durfte, musste dazu dann noch fünf andere Leute umbringen. War eigentlich ganz okay oder ganz cool. Hätte ich auch aufgenommen, aber Tonio hat mir das vorgeschlagen in den Kommentaren. Der hat mir so ein paar Tipps geschrieben, weil er sich scheinbar schon damit ein bisschen mehr beschäftigt hat. Und er hat geschrieben, brauchst du nicht aufnehmen. Deswegen habe ich es nicht aufgenommen, aber eigentlich hätte ich schon gerne jetzt im Nachhinein aufgenommen gehabt. Tja, geht halt nicht mehr. Und, oder ich will es auch nicht nochmal ein zweites Mal spielen, weil es echt ätzend war das letzte Mal. Und, ja, ist halt so eine Ultra-Sniper, die halt nicht viel Schaden macht, aber mit einem Headshot halt trotzdem mit einem Schuss tötet und vierfach Zoom hat, Zeitlupe. Ist einfach ein Mega-Ding, die Sniper. Die haben wir im Notfall, falls ich mal Sniper-Kills machen muss, ein bisschen besser als die Jäger 7 MK2, die einfach nur laut ist. Mehr nicht. Genau, und scheinbar haben wir auch wieder hier ein Standard-Outfit vorgeschlagen, deswegen bleiben wir dabei. Erstmal. Und ein Kommentar hat noch geschrieben, man kann hier einen töten, indem er von dem Nilpferd gefressen wird. Warte, ich muss alle drei an das Nilpferd verfüttern? Drei-Gänge-Menü. Eliminieren Sie Rico Delgado, George Franco und Andrea Martinez, indem Sie an El Mijo verfüttern. Ich dachte, ich muss einen verfüttern. Es gibt eine Meisterleistung, um alle drei an das... Was ist denn das für ein Nilpferd? Hier auch, verfütter Leute an Piranhas. Okay, es wird also sehr cool, das Level. Können wir auch dann wieder... Genau, wir spielen es jetzt erst einmal durch, dann machen wir danach die Story weiter. Also gehen bei den nächsten Videos erstmal die Hauptstory weitermachen und dann später kehren wir zurück und machen auch noch die ganz alle Story-Dinger fertig und sowas. Ich habe eigentlich schon sehr viel Bock. Außer irgendwann haben wir alle zu viel Hitman, dann mache ich erstmal eine Pause, aber mache später dann trotzdem nochmal weiter. Weil ich muss schon sagen, ich liebe das Spiel so ein bisschen. So, Chrompistole, Dietrich und Fisch nehmen wir mit. Schmuggelobjekt haben wir noch keinen Ort freigeschaltet. Einsatzziele haben wir die drei. Dann besuchen wir uns heute ein paar aus oder einen oder so. Gucken wir mal, wie schnell wir vorankommen. Wir spielen auf Profi, nicht auf Meister. Und ich würde sagen, fangen wir an. Welcome to Colombia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply.
Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Dankeschön. Oh, das freut mich. Okay, es wird die Hölle. Also will sie uns sagen. Guck mal, untertauchen. Erstmal so ein bisschen hinsetzen. Ich habe hier gesehen schon, wenn wir nochmal gerade gucken, bei den Meisterleistungen, es gibt hier ab und zu welche, die was freischalten. Das sieht man ja hier unten. Da, guck mal, wir kriegen ein fleischiger Knochen als Waffe. Wenn ihr schlagen sie den Fleischliebhaber mit einem fleischigen Knochenlieber, verfüttern sie ihn an die Piranhas. Okay, ich habe aber noch was Zweites gesehen. Hier ein Messer. Im Geheimtunnel kriegt man so einen Opferdolch. Das sind alles so Sachen, die ich so unbedingt haben will. Auf jeden Fall. Und ich kriege scheinbar auch einen Fernauslöser-Taser, wenn ich alle drei Story-Mission-Herausforderungen schaffe, okay? Also einfach die drei vorgeschlagenen Stories mache scheinbar. Und dann kriege ich einen Taser. Was gibt's denn? Okay, was wir sonst für durch die Meisterleistungslevel und so bekommen, gucken wir nach dem Level nach, weil ich jetzt nicht irgendwie die ersten 10 Minuten nur im Inventar abhängen will. Wir wollen ja auch Gameplay haben, ne? Obwohl ich mich selber auch interessiert, was da jetzt rauskommt, aber dann habe ich nur einen Grund mehr, das fertig zu spielen. Um Gottes Willen. Ich hoffe, ich brauche nicht zu lange für alles. Wie cool ist das schon wieder? Gucken wir mal auf die Karte erstmal, damit wir überfordert sind. Ist doch schon viel kleiner als dieser Riesenpaar. Um Gottes Willen. Also hier kann man in alle Häuser scheinbar rein. Und da ist die Trolla, Rico Delgado und da ist der Drogomann. Okay, wenn wir schon im Dorf anfangen, würde ich sagen, kümmern wir uns zuerst um die Lady. Und schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen die Orte entdecken. Gibt es eine Schnelltaste für die Karte? Nein. Oh, okay. Erkunden wir erstmal den Ort, würde ich sagen. Fangen wir so an. Wir gehen jetzt erstmal dahin und dann noch die ganzen Orte. Dann haben wir alles so erkundet. Dann können wir uns schon mal ein bisschen besser zurechtfinden. Weil die Karte will ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr benutzen. So, hier ist Medico. Bin ich hier richtig? Ja, in Medico drin scheinbar muss ich. Mich da einmal öffnen. Hier ist ja gerade niemand. Der da drüben hat es nicht gesehen. So, Gebiet entdeckt, Behandlungszimmer. Okay. Gibt es da etwas drin? Gucken wir mal kurz. Werfen wir mal einen Blick rein. So. Tödliches Gift gibt es hier schon direkt. Kann man sich schnappen. Kann ja nicht schaden. Und muss ich aufpassen. Die darf mich ja nicht sehen. Kann ich die irgendwie beseitigen? Ist hier irgendwo ein Container? Will die halt nicht im Haus rumliegen haben. Ah, wir haben den Fisch. Gott sei Dank. So. Kann man dich irgendwo verstecken? Oh, da durchs Fenster sehen die mich, Alter. Was für Stalker. Ich leg die einfach in ihr Büro. So. Gute Nacht. Apothekenschlüssel. Hat sie. Ja gut, aber den brauche ich nicht. Gibt's hier sonst etwas? Da liegt nur eine Münze. Erstmal ein bisschen looten, ne? Damit wir besser vorbereitet sind. Und eine Schere. Ja gut, abstechen will ich jetzt niemanden. Und die Tür können wir... Okay, ich hätte es auch ohne Dietrich öffnen können, weil ich einen Schlüssel habe, aber egal. So. Haben wir schon mal die Apotheke fertig. Was haben wir hier? So, die Ecke hier, so ist scheinbar noch eine Werkstatt oder sowas, die man entdecken kann. Jetzt mal kurz einen Schritt reinsetzen. Gebiet entdeckt. Autowerkstatt. Hier kann man die Leute auch wegräumen. Hier gibt es auch einen riesigen Gastank. Eine Autobatterie. Okay. Alles gemütlich, aber wir haben noch keine Dialoge gehört oder so. Also haben wir auch noch niemanden, den wir besonders umbringen können. Da kann man Leute reintun, oder? Durch Bohren. Ah ne, dann fließt das Öl raus. Ich hätte dich runterschubsen können? Ja. Okay. Natürlich kann man wieder gemein sein. So viele Häuser hier. Ey, wird es nicht so viele Kameras geben? Das könnte ganz angenehm sein. Gehen wir erstmal hier ein bisschen unten lang und gucken.
Okay, die reden ja auch nicht unbedingt Deutsch, die verstehe ich nicht. Oh, sie nennt mich Handsome. Das nehme ich doch gerne hin. Hallo, Engel. Okay. Oh, es ist aber cool, das Level. Es gefällt mir. Ich mag es allgemein, dass es hier so durcheinander ist. Oh, guck mal, eine Gelegenheit. Maybe he's here to see that Delgado guy we've been hearing about. Sounds like he's got money to spare. So, P-Power, celebrity tattooist of Tattoo Torment fame, has come to Santa Fortuna. Presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. Sounds like an invitation to the Mansion 47. Are you feeling expressive? Oh, ich kann Tätowierer werden? Okay, cool. Merken wir uns. Lucky guy. I wish I could afford one of his pieces. Ah, his work isn't that impressive. All he really seems to be doing is touch-ups and cover-ups of botched work on that reality TV show of his. Improving on stuff that looks like crap probably isn't too hard, you know? I think you're wrong. His line work is to die for. I still say he's a poser. Look at his sleeves. For crying out loud, those are obviously fake. Tell you what, let's go back to the bar and spy on him some more. I'll prove it to you. We're never gonna find that hostel on our own anyway. Fine by me. Okay, und den findet man in der Bar. Guck, hat sich doch auch gelohnt, die ein bisschen zu verfolgen. Erstmal einen Dr. Pop mit. An keine andere Getränkemarke angelehnt. Und würde mich Piranhas fressen, nehme ich an. Okay. Gehen wir mal an den hier einfach chillig vorbei. Guck mal noch sonst so. Ich glaube, ich gucke jetzt nicht alle paar Sekunden auf die Karte, sondern guck einfach mal mich selber hier ein bisschen im Dorf um. Aber wo ist der Fleischliebhaber? Der müsste ja irgendwo an einem Steg stehen von dem Bild her. Den will ich auch gerne finden. Da ist das Militär unterwegs. Darf ich da rein? Oi, por favor. It would be really great if you just left me alone. Okay, das nehme ich als Nein. Ist das die Bar? Hört sich an wie die Bar. Das ist ein Plakat. Columbia Festival. Nicht mehr angucken. Story-Mission aufgedeckt. So, the ever-classy Rico Delgado has commissioned a statue of himself to adorn the village square. Today's unveiling ceremony will feature a local band and Rico Delgado will attend in person. I suggest you take a closer look, 47. This should be a unique opportunity to engage Delgado outside the walls of his compound. Oh, den kann ich bestimmt mit seiner eigenen Statue erschlagen. Cool. So, da kann ich den Strom von ausmachen von dem lauten Haus. Ich kann auch einfach reingucken. Es geht nicht ab, wir machten so eine laute Party. Oh, die Tür ist abgesperrt. Kann ich hier reingehen? Auch abgesperrt. Was ist das für ein Haus? Da drin schläft jemand oder ist jemand tot? Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt da rein. Ah, dann machen wir einfach den Sicherungskasten aus, dann kommt ja jemand gucken. Ja. Dann kommt der Typ und dann werfe ich den da in den Mülleimer. Hey, warum ich meine Musik aus? Warten wir noch, bis er sie anmacht, dann können wir mehr in der lauten Musik rumrennen. Have one broken fuse box. Wanted someone who knows how to actually fix this damn thing. Tada! Tada! Wollte mitmachen. So. Okay. Er hat irgendeinen Schlüssel, wahrscheinlich für sein Haus oder so. Aber wir versuchen ganz sneaky, sneaky, ihn da zu beseitigen. Ja, an der Seite von dem Haus ist übrigens eine Kamera. Egal, ich lasse mich einfach filmen und zerstöre die am Ende. Ändert ja nichts. So. Dann haben wir den Hausschlüssel. Und dann dürfen wir auf die Official da rein. Tada! Okay. Da hat er einen riesigen Container. Sehr ordentliches Zimmer. Messer in der Wand stecken. Hey, was bin ich denn hier? Und eine Leiche. Bandmitglied Drummer. Okay, das ist eine Bandverkleidung auf jeden Fall. Ah, der lebt scheinbar nicht mehr. Würde ich den Fliegen nach mal schätzen. Naja, nehmen wir mal die Bandverkleidung. Ui. Jetzt sind wir aber cool. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Wahrscheinlich für irgendeine der Gelegenheiten. So. Was haben wir noch vor uns? Okay, drei Gebäude da unten noch untersuchen. Dann schauen wir doch mal dahin. So. Okay, dann gucken wir uns doch mal um.
So, ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie... Ich will mich selber umgucken, aber ich habe Angst, dass ihr mich dann wieder hasst, weil ich mir einfach Zeit lasse. Aber ich will mir Zeit lassen. Ich weiß, dass ihr eigentlich cool seid und einfach nur Spaß habt beim Zusehen. Aber hey, ich mache mir trotzdem immer Sorgen beim Aufnehmen. Keine Ahnung. Ihr seid cool, wenn ihr einfach akzeptiert, wie ich aufnehme und spiele. Und ansonsten kann ich es auch akzeptieren. I think he's on the mend now. He got lucky, I guess. So what happened? He says it's better if I don't know. The Delgado cartel is very sensitive around it. Some sort of secret project. So, an employee of the Delgado cartel was injured while working on a secret project in the caves beneath Santa Fortuna. Sounds intriguing. I suggest you locate this man's house, 47. Could be a chance to access the heart of the Delgado cartel. Okay. Geheimer Tunnel. The problem is he's essential to the project and now we have sicarios hanging around our house. They want him to go back as soon as possible. Sure sounds like you have a lot on your plate at the moment. Tell me about it. I've got to go home and finish the washing. I'll see you tomorrow. Okay. Wir sehen uns morgen, sagt sie. So, was hatten wir da für ein cooles Zimmer? Ach, guck mal, ein bisschen Rattengift können wir ja auch schon mal mitnehmen. Denn ich habe schon die Hälfte der Events verpasst, weil wir uns Zeit lassen, uns umzugucken. Aber keine Ahnung, umso mehr man von der Map campt, umso besser ist es doch eigentlich. Hello, need a little privacy here. Okay, Entschuldigung. Ich möchte eure Privatsphäre natürlich nicht stören. Ja, keine Ahnung. Erstmal ein bisschen umgucken, alles kennenlernen. Warum nicht? Ihr seid nicht die Fleischliebhaber, ihr seid Angler. Okay. Da ist ein Generator, den ich ausmachen kann. Hier können wir noch nach oben gehen. Ey, verrückt. Verrückte Welt. Hat er da irgendwas Cooles drin liegen? Küchenmesser. Abstechen will ich niemanden. Na danke. Vergiften Wasserflasche. Nee. Vergift hier nicht random irgendwas. Ach so, die Umfrage. Ja, was, das macht es auch noch ein bisschen dümmer. Weil ich will mich eigentlich ein bisschen... Egal, die Folge wird trotzdem vielleicht ein bisschen länger. Die Umfrage hat gegeben, ihr wollt lieber kürzere Folgen, aber dafür häufiger. Was ich auch verstehen kann. Aber wenn ich jetzt einmal lange spielen möchte, dann habt ihr es halt auch. Irgendwie kommen wir schon klar. Dieses Haus hier drin muss ich einmal angucken, scheinbar. Das ist irgendwas Besonderes. Sperren es aber mal mit dem Dietrich auf. Wird ja schon keinen jucken. Und machen einen Schritt rein. Lagerhaus, Gebiet entdeckt. Tell her he was a river monster, did you? Why not? That's what he was. You are such an idiot. I told you it was a submarine. Probably belongs to the cartel. There aren't any river monsters here. Says you, but I seen some strange things over by that waterfall. Odd sounds, weird lights, and that shape. It looked exactly like that thing from the lake in Scotland. I saw a video of it on YouTube. I'm telling you, it's a monster. And I'm telling you, you're an idiot. Die Monster auf YouTube habe ich auch gesehen, die sind echt. So, zwei Typen. Beide möchten ausgeschalten werden. Ich habe nur noch eine Getränkedose, aber ich habe einen Fisch. Scusi. So. Dann tun wir die einfach mal in eine Kiste stecken. Hey, dann haben wir das hier geschafft. Sehr schön. Jetzt kann ich mich hier auch ein bisschen umgucken. Vielleicht haben die ja noch irgendwas super Tolles hier versteckt. Wie zum Beispiel noch mehr Rattengift. Natürlich. Hier ist ein Motor. Okay. Wofür ist dieses Lagerhaus? Ja, wahrscheinlich für irgendeine Mission. Aber es zu übernehmen geht ganz einfach. Das ist ja ganz angenehm. So. Können wir auch da einfach easy wieder rausgehen. Der Wache ist es auch scheinbar egal. Und das Haus da vorne möchte ich mir noch einmal angucken. Also den Bereich hier einfach. Gucken wir mal. Hallo? Gehen wir mal rein. Entdeckt Bar. Ach, hier ist die Bar. Die bekannte, die erwähnte. Hier chillen sie alle. Ja, guck mal, Freedom Fighters. Kann ich nicht spielen, leider. I've been in some crazy shit before, but this takes the cake. Know where I'm supposed to be right now? The Delgado Mansion. Just knock on the front gate, they said. And then what? Ach, das ist der Tätowierer. Walk in and tattoo the world's most notorious cartel boss. I can see how that's not easy. I heard he kills people. Just for fun. Imagine what he'd do to me if I messed up.
Oh, sure, he's dangerous. But it's his wife you need to look out for, caballero. I'm a dead man. Okay, der hat sehr Angst davor, das den zu tätowieren. Ah, verständlich. Für die Frau haben wir noch gar keine Gelegenheit gefunden, ne? Da gucken wir uns hier schon so fleißig um und dann sowas. Aber wir waren ja auch noch nicht überall im Dorf. Zum Beispiel hier. Ach, guck mal, da spielt die Band dann wahrscheinlich. Dorfplatz. Na, redet hier einer irgendwas anderes? Rico Delgado coming down to us dirty villagers to unveil some ridiculous statue? Sure. I was at the bar last night and the band were really good. Both with the music and the drinking. But my husband told me nobody's seen them since. So that's why Martinez and the Delgado sicarios are running around like headless chickens. Must grind her gears to finally not have things go her way. I'm sure they're fine. Probably just passed out somewhere, you know? Martinez will find them. She always gets in her way. Die Frau sucht nach den Bandmitgliedern? Okay, aber ich bin Bandmitglied. Ich habe zumindest eine Leiche von einem gefunden, das zählt doch, oder? Können wir über die Dächer laufen? Ja, wenn hier irgendwas versteckt ist, das findet man ja nie im Leben. Ja, wir sind da oben, da cool ist. Hey, what's up, man? Sit down, relax. The universe will correct itself again, right? I don't know, man. I've been like smuggling this cocaine souvenir around the world, right? I need to get it to this dude, Franco. But man, it broke. It's supposed to be in one piece when I deliver it over by some cave entrance behind the pharmacy. But it broke. Bummer, man. Maybe. So, a drug dealer from Sapienza has been testing a new method for smuggling Delgado brand cocaine into Europe, baking the substance into souvenirs, coated in a special anti-drug detection paint solution. The dealer has been traveling the globe, testing the method. However, he accidentally broke the souvenir on arrival and needs to mend it before going to see Franco. Ja, für den Drogenmann. So, was haben wir denn alles gefunden? Eins, da fehlt noch eins, halb gar, heiliger Boden fehlt noch und unsterbliche Liebe. Also irgendwas mit der Troller mit Liebe geht noch. Das will ich machen auf jeden Fall. Ach so, ich kann ja, glaube ich, auch einfach draufdrücken, ne? Verfolgen. Da, 100 Metern in die Richtung. Ich glaube, irgendwo auf dem Grundstück höre ich davon, okay. Dann versuchen wir uns mal auf das Grundstück jetzt zu schleichen, jetzt wo wir uns hier ein bisschen in der Gegend umgesehen haben. Okay, Entschuldigung. Er hat ein bisschen Panik geschoben. Wir sprinten einfach mal weg. Who are you, hombre? Ich weite mich einfach ran. Okay. Jetzt steht da Suche. Toll. Muss ich meine Kleidung mal wechseln. Und da komme ich auch nicht so gechillt rein. Außer ich finde eine Möglichkeit. Da unten ist die Höhle. Kann ich da runterklettern einfach? Klettern. Rutschen. Okay. Ja, scheinbar kann ich hier auch einfach rumklettern. Sehr süß. Nur die Frage, wo dieses Killer-Hippo da noch ist. Wie groß diese Karte ist. Hier braucht man ja schon lange, sich einfach nur umzugucken. Code-Karte. Mhm. Oh, guck mal, wenn wir den K.O. schlagen. Oh, es sind zwei. Ja, an den komme ich jetzt nicht vorbei von hinten. Hätte gesagt, ich locke irgendwie einen hierher mit einer Münze oder so. Weil er sieht mich ja sofort, weil es einfach ein gerader Tunnel ist. Okay, wir versuchen mal von vorne ranzukommen. Hier waren die Dudes, ne? Ja. Viel einfacher. So, und wenn ich da jetzt eine Münze dann hinwerfe, dann kommt hier einer von denen bestimmt hergelaufen. Hoffentlich nicht beide. Nehmen wir einen Fisch. Ja, einer kommt. Komm näher, komm näher, komm näher. Killer. Hey, are you there? Someone needs a hand, amigo. Okay, er gibt Alarm. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Na egal. No, por favor. Fische, Fische. So, Elitewache anziehen. Schon mal eine bessere Tarnung auf jeden Fall. Jetzt müsste ich die noch loswerden irgendwie. Eine Überwachungskamera hat sie gefilmt. Dann machen wir die schon mal kaputt. So, vielleicht kommt hier jemand gucken, wenn ich sie kaputt mache. Das liegt da an Ziegel. Kann noch jemanden kaputt werfen. Kann nie genügend stumpfe Gegenstände dabei haben. Deswegen guckt ihr doch auf meine Videos, weil sie so stumpf sind. Das ist die Apotheke, oder? Ja,
Ja, genau. Geheime Höhle hinter der Apotheke haben wir in einem der Gespräche gehört. Also, die hatte keine Schlüsselkarte dabei. Doch, Höhlenschlüsselkarte. Aha. Wenn wir nur halt mal ein bisschen genauer hingucken sollen. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Und als Zenith-Wache können wir da auch ein bisschen rumlaufen. Mit unserem schicken grünen Hut. Der passt nicht mal zur Kleidung. Naja, zum Gürtel. Zu der Tasche passt so ein bisschen. Genehmigt. Höhlenschlüsselkarte. So. Dann gucken wir doch mal hier. Hallo? Hallo? Oh, Lichter. Okay. Gruseliges Versteck, aber falls jemand kommt, der mich verhaften möchte, dann bin ich da schon mal sicher. Die sind nicht... Oh ja, guck mal, die sind doof. Nur der gerade auf mich zugesprintet kommt und jetzt da genau stehen geblieben ist. Vor denen sollte ich mir Sorgen machen. Ah ja, jetzt geht er weiter. Sehr schön. Immer die Leute, die alle kennen. Okay. Nette Untergrundhöhle habt ihr hier. Echt cool. Weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Da über mich muss ich. So, so einen Weg nach oben finden. Das ist eine Treppe. So. Und hier ist nur für Personal. Unbefugtes Gebiet. Jeder will mich umbringen hier drin. Okay. Und wo ist mein Ziel? Da in die Richtung. Müssen wir aber kurz... Halt! Verstecken. Okay, hier. Okay, hier ist sicher. Gut, Gott sei Dank bin ich in den unauffälligsten Raum reingegangen. Tabletten. Wirkliches Gift. Cool. Was steht denn hier? Ein Unfallbericht. Ein Unfallbericht, der einen Zwischenfall beschreibt, bei dem ein Ingenieur im Testbetrieb des kleinen U-Boots verletzt wurde. Der Bericht schließt damit, dass die Verletzungen sehr viel schlimmer gewesen wären, wenn der Aufbau des U-Boots komplett versagt hätte. Es wird empfohlen, einen Motorabregler einzubauen, damit die Vibrationen des laufenden Motors den Aufbau nicht zusammenbrechen lassen. Okay. Vielleicht kann ich irgendeinen Motor sabotieren oder so. Hm, komisches Papier liegt hier rum. Kenne ich gar nicht. Naja. Okay. Das ist scheinbar so eine Müllkammer. Dann gehen wir mal weg. Der Wachmann da ist ein bisschen am Humpeln. Ich glaube, der humpelt absichtlich. Da ist ja noch ein Wachmann, der jetzt da den Gang lang kommt. Was ist denn hier los? Okay, der dreht sich um. Genehmigt. So, ich hätte einfach einen davon K.O. schlagen sollen, ne? Das wäre einfacher gewesen. Hätte ich jetzt nicht durch einen Struggle hier durch dieses dumme Haus zu kommen. Naja. Was soll schon schief gehen, ne? Speichern wir mal. So. Küche. Ich habe ja auch keine Box, um was zu verstecken. Da kommt einer. Kann ich auch nicht K.O. machen, weil da noch ein zweiter steht. Außer ich habe noch eine Münze. Ich habe noch eine Münze. Ich werf die so. Halt die Frage, wer suchen geht. We should probably check that out. Go have a look, okay? Sure. Excellente. Oh ja. Geht es so? Es geht einfach so. Jetzt schnell an dem vorbei. So, in den Müllraum wird ja wahrscheinlich keiner reingucken. Hier kann ich gut eine Leiche verstecken. Oh, das ist echt eine Box. Okay, dann ist ja gut. So, Herrenhauswache verkleiden. So. Ja, schon sind die ganzen weißen Punkte weg. Einschalten. Geldzähler. Was ist Geld? Versteh's nicht. Komischer Raum. Okay. Nee, ich kann mich hier frei bewegen. Sehr schön. Kommen wir schneller an unsere Info ran. Müssen wir nur noch hier nach oben. Oh, I love this photo. Rico and the hippo when he took his first steps in the pen. Can't believe he's so big now. Not to mention the fact that Rico still visits him. He usually loses interest in things so quickly. I think it's a travesty the way they've been treating that animal. Did you know they fed a dead body for a long time and now it won't come out of its hole unless someone brings it meat? I know Rico loves that thing to death, but still. Sure, that's gross. But still, I think it's cute Rico's so attached to it. He even hired a guy to come talk to it to make it feel better. I saw him earlier over by the pen. It just freaks me out.
Okay, das Nilpferd, was Menschen isst. Das klingt nicht so cool. So, da drüben reden die zwei, die ich hören will, aber. Billardtisch mit komischem Papier drauf. Und. Did you hear Javier stole the love letter Hector Delgado wrote for Martinez? Had to jump out of a window before Hector discovered him. I think he hurt his leg in the process. Yeah, I heard. He even passed the letter around the basement bar at the party last night. Weird to think Hector and Martinez used to be an item. I mean, he's batshit crazy and she's so hyper luxurious. She can't even stand to be in her village mansion for too long. Talk about an odd couple. Yeah, I'd love to see her face if she ever found a letter though. Rumor has it, she hates him. That's my impression as well. Sad for Hector. He's still crazy about her. Huh. Rico Delgado's brother Hector is trying to win back his old flame, Andrea Martinez. Apparently, Hector has authored a rather slushy love letter. For one of the Sicarios foolhardily stole it from Hector's room during last night's party. I suggest you acquire that letter, 47. From what we know about Martinez, a declaration of love from Hector is bound to provoke a reaction. Okay, das klingt sehr gut. Okay, also haben wir schon zwei Ziele. Den einen Typen an Hippo verfüttern und die Troller mit dem Brief ausspielen. Das klingt nach einem guten Plan bisher. Gibt's hier irgendwas Cooles als Waffe? Nimm mal hier eine Billardkugel mit. Und könnte ich Kokain vergiften, aber nee. Wie viel angestellt der hat der? Junge. So, wir müssen nach unten. Ich kenne mich hier perfekt in diesem Haus aus. Ja, genau. Warum hat der denn ein Auto in seinem Wohnzimmer stehen und ein Gesucht-Poster? Egal. Ist halt stolz drauf, dass er mal gesucht war. Gut. Hallo, ich habe deinen Kollegen nicht gesehen. Nee, nee. Hier rein, durch die Küche. So, beschaffen Sie den Liebesbrief. Das war der humpelnde Typ. Der humpelnde Typ hat den Brief. Idea the Delgado family immigrated from Chile. Well, Rico's uncle Fernando was from Chile. Apparently, he was killed alongside his son, Rico's cousin, in some freak accident. Rico is very sensitive about it. Sounds horrible. Ja, die Synchronisierung von den allen sehr gut. Genau. Creo. Qué bueno, nice. Oh, eine Münze. Meine! Mein Geld in Ruhe. Schaffe sie den Liebesbrief. Der wird ja dann da einfach liegen bei meiner Münze. Genau. So. Dann ab in Müll mit dir. So viele Dialoge, denen wir heute zuhören, ne? Verrückt. Dann habt ihr die ganze Hitman Experience. Liebesbrief, da ist er. Bringen Sie den Liebesbrief zum Anwesen. Okay. Und wie bin ich hier in dieses Haus nochmal reingekommen? Ich war hier auf einmal unten drin. An mehr erinnere ich mich nicht mehr. Damit? Ich glaube hiermit. Ja, genau, das führt mich in die Höhle. Sollte ich mich wieder wie eine Elitewache tarnen? Weil hier unten bin ich scheinbar auffällig. Dann hat er wahrscheinlich so zwei verschiedene Gruppierungen an Leuten angestellt, die durch sein Haus laufen. Also die einen, die im Haus sein dürfen und die anderen, die draußen die Arbeit machen müssen. Ergibt ja irgendwie schon Sinn. So. Okay. Bin ich jetzt wieder einer der Höhlenmenschen. So, da ist der eine einzelne Wachmann, der mich auf Probleme machen könnte. Aber wir speichern mal, wir haben echt viel Fortschritt hier gerade. So, da ist der Wachmann, an dem sprinten wir einfach vorbei. Läuft doch alles eigentlich echt wie am Schnürchen bisher, muss ich sagen. Kann mich hier nicht beklagen. Ich möchte die beiden K.O.-Leute noch, wenn es geht, kurz in den anderen Busch rüberziehen. Weil ich das Gefühl habe, dass hier weniger Leute suchen werden als bei dem anderen. Kann ja sein, dass hier einer jemand durch die Seitenstraße durch will und dann findet er die oder so. So, und hier hinten in der Ecke ist es ein bisschen besser versteckt. Sehr gut. So. Ja, läuft doch alles perfekt. Solange uns niemand erkennt. Aber bisher scheint es okay zu sein. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir in die Villa da vorne rein dürfen. Aber als Elitewache kann ich mir vorstellen, dass sie uns sogar durchlassen. Schauen wir mal. Noch sind die nicht feindlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich sagen, aber... Nee, ihr dürft da nicht rein. Das ist die, übrigens mein Target. Was oder wer mag mich nicht? That is Andrea Martinez,
the Delgado Cartel PR officer and public face. So, okay, den Brief muss ich da ihm geben. Hier. I have a letter from Miss Martinez. Wait. Is that from Hector? That looks like his handwriting. I'm under strict orders to keep anything from Hector away from her. I'm just a messenger. Well, I'm not opening that can of worms. If you think it's important for Martinez to get it, you figure out how to plant it in her desk. No one here will touch that with a 10-foot pole. Okay. Legen Sie den Brief auf den Schreibtisch. Krieg ich hin. Weiß nicht, ob ich durch den Haupteingang darf, aber diese eine Wache, die mich die ganze Zeit da angeguckt hat, deswegen musste ich da auch panisch ein bisschen ausweichen. Gehen wir einfach mal einen riesigen Bogen außenrum. So. Und da kann ich bestimmt irgendwie meinen Dietrich einsetzen oder so, um das zu öffnen. Zielgrundstück scheinbar. Ja. Hey, Universal Soldier! Okay, ich bin nur verdächtig. Alles in Ordnung. Naja, nicht ganz in Ordnung, weil ich die Leiche irgendwie jetzt hier verstecken muss, aber... Naja. Was soll's. War jetzt nicht der unauffälligste Move, den ich hätte machen können. Ich weiß. Vielleicht wird er ja gefunden und wieder aufgeweckt. Der freut sich. So. Können ja hier einmal speichern, kann ich hier laden, falls er gefunden wird. So, wir dürfen scheinbar auf dem Grundstück sein mit unserer Kleidung. Müssen wir nur zu ihrem Schreibtisch kommen, ohne dass... Okay, sie läuft uns gerade in die Arme. Nee, ich bin hier nur zum Klo putzen. Sie überhaupt in ihr Badezimmer dürfte. Ja, vielleicht ist das Gästeklo hier unten. So, die Frau da macht mir Angst. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber ich darf nicht in deine Nähe. Schon zu spät, bin schon drin. Okay, da darf ich nicht hin. Da ist der Schreibtisch und da muss es hin. Und ich darf nicht im Haus sein. Kann man hinten vielleicht irgendwo eine Ranke hochklettern? Kann man hier klettern? Da scheint klettern. Ich hoffe, der Typ da links stört sich nicht daran, dass ich hier gerade außen lang laufe. Nee, hat's nicht gesehen. Ich hier ganz gechillt einfach so fast gerade laufe. Nach unten klettern, hängen. So, und überwinden. Und jetzt kann ich hier durchs Fenster einsteigen. Und den Brief hier auf den Tisch legen. Liebesbrief von Hector Delgado. Well done, 47. This should be good. Ja, aber... Was wird passieren dadurch? Na gut, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Spielstand. So. Dann schauen wir mal, ob sie sich aufregt, ob sie hier auf dem Balkon rausstürmt. Was soll ich denn da machen mit der? Nee, mal gespannt. Die kommt auf jeden Fall direkt hergelaufen wieder, wie man es von Hitman kennt. Oh, hell no. How did this end up here? Which one of you buffoons left a letter from Hector on my desk? I swear to God, when I find out, you're dead. I can't believe this. Well, he's persistent, that's for sure. Oh, well, what's the harm? It's just a letter. Probably just some pitiful cry for help or some shit like that. Let's just read it and get it over with. Okay, hat er den Brief eingesteckt und geht weg? Fragezeichen? Huh. My, Hector, you romantic fool. I had no idea you still felt this way. Maybe... But has he really changed? One thing to say all these things, these wonderful things. Another is to have actually changed. We did have some good times, Hector, it's true. But you're just too dangerous. A loose cannon. I can't trust you to do right by me. And yet I do feel some of those old emotions as well. No.
No, I can't do this. This has to end. Better to let this letter and your words end up as food for the piranhas than let my heart end up there. We're through. And I will have none of this. Tja, dein Herz kommt ja leider auch hin. Da kommen die Piranhas. Good work. Good work, indeed. Voll die Nase drauf gehauen. Alter, 1 Million Achievements hier. So. Jetzt muss ich aber nochmal runterklettern und die Leiche entsorgen, weil die ganze Zeit bewusstloser Zeuge da steht. Und das triggert mich. Solche Worte möchte ich hier nicht lesen in meinem Spielstand. So, was machen wir mit Mr. Bewusstlos da unten? Ist hier oben irgendwo eine Kiste, wo ich den reinstecken kann? Dass ich den Mechaniker auch noch ausschalte und dann beide hier ins Bad ziehe? Da ist eine Kiste. Okay, probieren wir das. Da ist kalt die Nase gebrochen und dann heruntergekickt. Das fand ich schön. So, wie kriegen wir den Mechaniker hier rüber? Ob der sich bezahlen lässt, da rüber zu gehen? Bestimmt. Fisch, Billardkugel. Billardkugel finde ich schon cool ins Gesicht, muss ich sagen. Ja. Da bleibt die Kugel direkt in der Luft liegen. Bisschen zu feste geworfen. So, nehme ich mein Geld und dann öffnen wir die Tür und tun einfach ganz geheimagentenmäßig den mal kurz hier reinziehen. Und beseitigt. Und ab mit dir in den Wäschekorb. Schön, dass alle so riesige Wäschekörbe in dieser Welt haben. Das ist einfach wunderschön. Körper versteckt. Alle Zeugen eliminiert. Ich kann hier drin sogar rumlaufen, wie ich möchte. Außer diese komische Angestelltenfrau da. Die hasst mich irgendwie. Weiß gar nicht warum. So ein netter Mann. Ist hier irgendwo noch ein Korb, wo ich dich reinstecken kann? Da würde ich dich auch gerne ausschalten. Nee. Glück gehabt. So. Oh, das ist ein schön nice Auto. I've got tons of respect for you guys. Überwachungskamera hat mich gefilmt. Da ist ein kleines Spionageloch, um hier reinzugucken aufs Grundstück. Okay. Sind da die Aufnahmen bei dir drin? Nö. Weiß ich gar nicht, was das ist. Was ist, wenn man hier hochgeht? Da kommt man auch direkt. Na, das ist ein bisschen einfacher, um an den Schreibtisch zu kommen, aber was soll's. Da sind die Aufnahmen. Auch ein Tipp von Tonio. Ich meine, das hätte ich wahrscheinlich nie ausprobiert, deswegen kann ich es akzeptieren. Man kann einfach auf den Kasten schießen. Kugeleinschlag wurde bemerkt. Okay. Ja, noch ein Tipp von Tonio war, dass ich die Sache abschießen kann, diese Kameraaufnahme da drin. Allerdings bemerken das die Wachen. Und das bemerken die Wachen nicht. Deswegen werfe ich die einfach K.O. und hole dann mein Zeug wieder danach. Weil selbst wenn sie aufgeweckt werden, haben sie keine Erinnerung mehr, wer es war. Also gibt es keinerlei Beweise an mich. Und das reicht ja schon. So, neben Fisch. Sehr schön. Beziehungsweise da drüben ist eh wieder ein Karton. Hallo, riesiger, zufälliger Karton. Und beseitigt. Sehr schön. So, was ist das hier für ein riesiges Model? Untertauchen als Straßensoldat. Und da kann man sich hier tarnen. Und da kann man das Wasser vergiften. Irgend so eine Anlage, die wahrscheinlich bauen wollen oder so für ihre Drogen. Diese bösen Superdrogenmenschen. Und da ist eine Pistole auf den Tisch gefallen, aber das ist mir ja egal. Kann ich hier noch was machen? Nö, ich glaube, da ist nur ein bisschen. Ich glaube, die hat die Rennen verfolgt. Wer da gewonnen hat. Denn irgendwas von Race. Ich glaube, die hat die Rennen der Rennstrecke auch verfolgt, die Frau. Okay, hier oben haben wir aufgeräumt. Ja, dann dürfen wir jetzt offiziell von dem Grundstück runtergehen. Und sind hier offiziell fertig. Und dann gehen wir hier einfach eine Kurve. Und hier auch nochmal eine Kurve. Okay. Dann bin ich hier bei dem super süßen Krokodil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weitermachen. Und die anderen beiden wahrscheinlich direkt nacheinander machen. Jetzt erstes Mal war ja so ins Level einfinden. Wege und Türen und Möglichkeiten in alle Richtungen finden. Und beim nächsten Mal schalten wir die anderen beiden aus. Und dann kann uns niemand mehr aufhalten. Und wir chillen jetzt hier einfach erstmal ein bisschen. Bis dann. Euer Zippelmann.